So. Schienen besetzt. Interessant. Ja gut, wir haben ja erst eine Schiene. Aber normalerweise, wenn wir die... Ja komm, bezahlen wir einfach. Ah, wir haben kein Holz mehr. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe ja auch gerade geupgradet. Achso. Ja gut, das Schiff kommt gerade an. Haben wir Zement hier? 150. Ja, kann man mal mitnehmen. Vermute mal, wir haben hier noch mehr. Ja. Ach, ist das angenehm. Wie sieht es eigentlich mit dem Verbrauch aus? Oh, wir verbrauchen zu viel Schnaps und zu viel Kleidung. Also Schnaps ist mir egal, das ist... Oh, schon wieder Anteile gekauft. Hör auf damit. Noch eine? Nö, gleiche Meldung. Sag mal, Kleidung ist egal, sobald wir upgraden. Ja, das, aber ich baue einfach ein bisschen mehr Kleidung und fertig. Also, kostet uns jetzt auch nichts. Und wir haben hier ja Holz auf der Insel. Und wir haben sogar Ziegel voll. Interessant. So, ich habe nur keine Lust jetzt mit Silo oder irgendwas zu bauen. Ich mache das auf Schnellverfahren. Das optimieren, dass wir mit Silo und sowas arbeiten, können wir dann später irgendwann mal. So, baue ich auch noch Schnaps aus. So, alle Bauern sind geupgradet. Nee, nicht. Jetzt sind alle Bauern geupgradet. So. Soll ich die Arbeiter auch direkt upgraden? Sobald du kannst, ja. Also ich mach's halt immer stückweise, einfach damit man nicht zu viel, ja, damit man halt nicht irgendwas da immer liegen hat oder sowas. Also dass man irgendwelche vergisst oder so. Und weil du eh, da wo jetzt die Gebäude drin stehen, halt eh dann später noch Einwohner reinziehen musst. So, ich hab mal alles geupgradet jetzt. Jetzt sollten wir wieder von allem genug haben. Zwar werden wir jetzt wahrscheinlich demnächst dann zu wenig Wurst und sowas haben, aber passt schon. Achso, okay, wir verbrauchen noch mehr. Ja, passt schon. Irgendwo produzieren wir viel zu viel Wurst. Wahrscheinlich im Kap. Ja, stimmt. Nein, die Meldung hatte ich. Und die ist die gleiche. Interessant. Dass man zweimal eine Meldung kriegt. Ja, wird schon passen. Ja, wir haben kein Holz mehr. Wer hätte es gedacht? Neue Befehle? Keine Sorge, der nächste Frachter ist gleich fertig. 21 weitere werden gebaut. 21? Ja gut, wir haben halt nur ein Kraftwerk. Wir hätten vielleicht ein zweites mit einplanen sollen. Gut, aber ich glaube, dafür reicht der Platz hier gar nicht aus. Man könnte auch einfach temporär zwei Quarzgruben abschalten, um einfach schneller Dampfschiffe zu produzieren. Ja, das wäre wirklich eine Idee. Ach, Besucherhafen. Pendlerkai, geh weg. Oh, wir müssen dann auch eine Anlegestelle wegnehmen. Nur. Die ist ernsthaft ein ganz bisschen größer. Du willst mich doch veralbern. Na. Hä? Ah, hast dran gesetzt. So, jetzt hoffen, dass die noch möglichst viel Strom abkriegen. Und ich vermute, zwei Stück kriegen keinen Strom. Ja.
Ja, gut, das ist verkraftbar, glaube ich. Ja, wir bauen einfach am anderen Ha. Okay. Doch nicht? ja, passt schon. Die sind eh auf plus 50%. Ich glaube, wir produzieren genug. Unsere Ziele gehen auf dieser Insel aus. Also auf der Produktionsinsel. Ich gehe runter. Was? Wir haben nur noch 94 gehabt gerade. Ach so, ja, wahrscheinlich ein Schiff da war oder sowas, was gerade mitgenommen hat, während ich abgerissen habe. La 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 la. Oh, so viel zum Thema, maximal eine halbe Stunde so um den Dreh. Die Zeit geht um Wir wie sind sonst bereit. was. Ja. Sind Sie Ich neugierig? starte jetzt mal Geschützfabrik. Auch wenn die ein bisschen Geld kosten. Aber ich würde gerne langsam mal auch ein paar Schlachtkreuzer denn kriegen. Wenn es genehm ist. Oh, wir haben Holz. Sie haben ein neues Zwischenziel Nein! erreicht. Shit, ich war nicht schnell genug. Ich habe davor schon 200 Warte mal, verbraucht. Handwerker brauchen kein. Ja, die brauchen Schule noch. Ja, reicht nicht. Schade. Jetzt hat man da schon ein bisschen was wegziehen können. Aber ging leider nicht. Macht die Insel eigentlich mittlerweile mal Plus? Die Feierlichkeiten sind Ja, beendet. 4000 sogar. Mehr Druck im Kessel. Zwar das ganze Zeug, was wir Die Zukunft dafür Ihrer Stadt hat sich verändert. weghauen, rentiert sich wahrscheinlich vorne und hinten nicht. So, und ich hole mir Holz. Hast gerade über Bord geworfen. Ja, brauchen Haben wir wir nicht. genügend, oder? Also wir haben 250 noch Eine liegen Produktion wurde und angehalten. 45 haben wir. Also von daher sollte reichen. Holz ist da. Wo? Wenn man sich 50 ein. habe ich doch. So. Wenn man sich einfach gegenseitig ausstechen will. Haben echt keine Bauern mehr? Ne. Interessant. Oh nein. Da ist ein einziger Arbeiter, der unzufrieden ist. Kriegt die Schule nicht komplett. Ja. Jetzt kriegt er den Marktplatz nicht. reicht tatsächlich nicht. Weißt du was? Schieb doch einfach den Ingenieur dahin. Den Handwerker, gut ist. Mach ich auch. So, ihr könnt mich mal. Also das ist echt nervig dann. So. Oh, kein Holz mehr. Wir sollten vielleicht auch langsam mal anfangen, ein ganz bisschen Holz immer liegen zu lassen. Einfach damit der Bau vorangeht, weil sonst geht er nicht weiter. Oh, wir haben wieder 150 Ziegel. Immerhin, jetzt bringen die fünf Frachtschiffe dann langsam was, weil die dann jetzt die Na. anderen Ressourcen auch brauchen. Ja. Oh, wir können sogar schon Handwerker upgraden. Warte mal, wie viel kostet das? Das kostet 8 Holz. 6. Na gut, doch, kostet mehr Holz. Sonst hätte ich gesagt, wir können ja einfach. Transport Kontinentalziegel? Transkontinental. Ach so, ja. Ja, das ist eine von diesen Handelsrouten, wo ich halt einfach einen Punkt vormachen würde, weil an sich ist es ja nur eine Temproute. Ach, Zigarren lieferst du mir auch schon? Rum lieferst du mir vernünftig? Seide kriege ich hier auch. Auch wenn wahrscheinlich beides mittlerweile ein bisschen in den Keller geht. Also ich habe massiv überproduziert für dich. Ja, wird halt nicht schnell genug abgeholt wahrscheinlich. Also rum sagt er, macht er noch plus 3. Ja, doch, Rum ist wirklich einiges mehr, als wir brauchen. Ja gut, aber sie fangen jetzt erst an, rum zu trinken. Na gut. 2 Minuten.
Oh, wir haben Aufstand. Interessant. Polizei knüppelt sie nieder. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ah gut, Investoren sind halt zu schlecht drauf, um es mal so zu nennen. Wie ist denn das Verhältnis Konservenfabrik zu Großküche? Ich würde sagen, 3 von denen. 3, 2, 1, meins. Und 4 von denen. Hat die schon wieder was von uns gekauft? Sie haben die Kontrolle über eine Insel. Sie hat eine ganze Insel gekauft. Ja gut, das ist ja die, die wir hier gelassen haben. Ja. In die richtigen Leute zu investieren. Zwei Minuten, das heißt, ich brauche 8 von denen und 8 von denen. Ich habe 6. Da muss ich noch ausbauen. Ah, interessant, die zweite Insel auf der Route ist mittlerweile auch voll mit Ressourcen. Also allmählich wird's was. Na, noch ein weiter. So, 8 und hier kommt auch noch ein 8er hin. Erstmal schön die ganzen Wälder. Was sagst du dazu, dass auf unserer Produktionsinsel kaum noch Holz ist? Ach du Schande. Wie viele Schiffe hast du gerade gleichzeitig weggeholt? Nein, ich habe ein Schiff die ganze Zeit hin und her. Okay. Interessant. Minus 7. Die Arbeiter reißen so ein bisschen den Inseldurchschnitt runter, würde ich sagen. Ja gut, und wir haben halt weder Kirche noch Varieté. Aber ich würde sagen, 12.000, diese kleine Insel, ist stabil. Das lohnt sich. Ich glaube nur, wir haben zu wenig Konserven und Co., oder? Nö, Konserven ist alles voll. Ja gut, Schokolade ist nicht voll, aber das war irgendwie logisch. So. Holz ist wieder weg. Holz ist wieder weg. Holz ist... Nee, Lehm ist weg. Interessant. Dann baue ich noch ein paar Bauern aus. Können die schon mal hochlaufen? Wir sollten damit anfangen, ein bisschen Holz zu sparen. Warum? Ach so, ja gut, stimmt. Ja, gut. Aber die geht eigentlich relativ schnell, also 20 Minuten verbleibend. Hm, hört euch immer noch wie unter Wasser an. Mein Schiff. Kein doppelter Boot. Naja, wobei. Wir haben tatsächlich 2 Schiffe. Beide Schiffe wieder zurück. Centaur, dann kann ich da auch nicht wirklich was gegen machen. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas am Internet bei dir. Weil bei mir klappt es halt scheinbar. Noch ein Schiff, was du voll machen kannst mit Ressourcen. Ihr könnt auch was am Headset haben. Stimmt. Das kann natürlich auch sein. Hoffentlich nicht, aber das wäre auch eine Möglichkeit. So, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Hier ist es fast voll. Interessant, dass mittlerweile auf fast allen Inseln sowohl Fenster als auch Stahlbeton voll ist. Also die ersten 2 Inseln sind quasi voll. Nur das, was wir halt verbrauchen, wird wieder aufgefüllt. Mhm. Die dritte Insel braucht noch Ziegel und Stahl. Na gut, Stahlbeton wird auch langsam ein bisschen weniger.
Ja gut, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, einfach mal Capture-Law in die zwei Schiffchen. Da mal ein bisschen was abholen. Aber ich glaube, ich werde auch gleich mal ausmachen. Ja, würde ich so oder so. Aber hey, wir haben immerhin eine Insel mit 8, also in einer Investoreninsel mit 8000 Einwohnern. Ziel war die Insel voll zu klatschen. Wir haben 8000 Einwohner geschafft, wenn ich das erreicht das Ziel. Ja. Wir haben ein 18. der Insel geschafft. Also wenn du anhand der Einwohner gehst, haben wir ein 15. sowas um den Dreh. Ja. Immerhin haben wir unsere Einwohnerzahl verdoppelt, unsere gesamte Bevölkerung. Wir hatten vorher 20.000. Stimmt, wir haben auch einen ganzen Haufen Investoren noch hochgezogen auf der anderen Insel. Da mussten wir ja auch, wir hatten ja auch gar keinen Einfluss mehr. Die Insel macht einfach 16.000 plus. Verdammt wenig eigentlich. Verdammt wenig? Ja, du musst mal überlegen, die sind gerade noch im Aufstand. Wo sind die noch im Aufstand? Ach, du meinst die neue Insel? Ja. Ach so. Ja klar, die haben ja jetzt Rum und alles. Handwerker. Ja, stimmt. Rum, Bier. Gut, Varieté aufstellen und wir machen noch mehr Gewinn. Wir sollten lieber hoffen, dass der Rum reicht. Selbst wenn nicht, dann ist es so. Also, ich sag mal, selbst wenn wir jetzt rumsperren, ja, wobei, wir können ja gucken. Man sieht ja auch Handwerker, nein. Hier. Rum macht 5000 nur aus. Nähmaschinen und Pelzmäntel machen jeweils 4 bzw. 6000. Bier macht 10.000. Also. Rum war erst für die Ingenieure das richtig knackige. Ja. Dann geht's richtig hoch. Dann halten und Geld farmen. Über Nacht laufen lassen, Gottes. Aber Hauptsache, die Insel ist, also die Produktionsinsel ist einfach fast leer. Also selbst Stahl mittlerweile ist halt gut weg. Ja, wobei, die Dinger, die kosten auch ziemlich viel Stahl zum Upgraden, oder? Ja, wir pumpen ja quasi alles ab. Mit 5 Schiffen sind wir permanent am Abpumpen. Ne. Ja gut, stimmt, auf den Schiffen ist natürlich auch noch was drauf. Wie sieht's denn mit Lehm gerade aus? Lehm ist wieder weniger, weil wir halt auch wieder Glas produzieren gerade. Wo ist das Schiff? Interessant, dass ich gerade nicht sehe, wo das Schiff ist. Okay, das Schiff ist voll und das ist leer. Hä? Wo ist denn der Seeschwarm gerade? Handelsrouten. Schipper wir noch rumfahren haben. Wir haben ja sogar noch schon einen Handelsrouten drin. Ne. Ach da, Seeschwarm. Interessant. Kommt keine Ziegel mehr bei uns am Plattenschiff einziehen. Ach so, ja. Aber hey, die erste Insel ist komplett voll jetzt. Und die zweite Insel auch bald. Ein bisschen Holz fehlt noch und Ziegel halt. Und sobald die ganzen Inseln halt komplett voll sind, haben wir wahrscheinlich auch viel zu viel Zeug. Oh, wir brauchen glaube ich nochmal eine neue Anlegestelle. Frachtschiff steht bereit. Aber wofür brauchen wir denn so viel Stahlträger gerade? Das Upgrade kostet ja auch jedes Mal Stahl. Ja, aber das kann doch nicht so viel sein, dass wir jetzt. Wir bauen doppelt so schnell. Nee, Frachtschiffe kann doch nicht sein, dass es daran liegt. Aber die Kanonen. Die brauchen doch auch Stahl. Stahl ja, aber keine Stahlträger. Du bist ein Fuchs.
Also Stahlträger sind an sich genauso viel wie vorher, deswegen wundert mich das auch. Na, ich könnte nochmal... Ja, wobei 50% mache ich da mal nicht drauf. Komisch. Die Waffenruhe wurde beendet. Der Redakteur hat eine Zeitung voller alternativer Überfahrt zurückgekehrt. Das. Huh, zwei Schiffchen sind da. Auf geht's. Voll machen. Mit Ziegel. Selbst da sind nur noch 780 Ziegel. Also selbst das Kap machen wir mittlerweile leer. Ja gut, das sind immer 300 Ziegel, die hin und her fahren und ich habe nur zwei Ziegeleien hier stehen. Die nicht gerüstet sind. Also. Na gut. Müssen wir überlegen, wir haben nicht mal 200 Stahlbeton und Fenster hier angesammelt. Wofür produziere ich hier eigentlich? Wenn ich einfach hier drüber schicke, ist das ein Mehrwert gewesen, als hier zu produzieren? Wahrscheinlich ja. So. Und wir machen minus 14. Was? Das muss geändert werden. Ja, ich grade ein Haus ab. Ich baue nochmal 3 Ziegeleien mehr. Jetzt mal plus 38. So, alles wir haben gut. Noch 3 Ziegeleien safe. Mehr. Mich nervt das gerade. Wie sieht das da nicht aus? Mit Stahl könnten wir vielleicht auch noch eine mehr bauen. Einmal Stahlträger noch mehr. Ja, hat noch Strom alles. Passt also. Zweimal Stahlträger. Ja, hat auch noch Strom. Wunderbar. Die Produktion hier, also das eine Kraftwerk lohnt sich hier minimal. Mhm. Wenn man bedenkt, wie viel wir da dran haben mittlerweile. Haben wir nicht vielleicht noch irgendwelche Items, die interessant wären? Handelskammer. Nutzpflanzen, Kaffee, Metzger, Zigarren, Ziegeleien und Betonwerke. Plus 40% nochmal. In Schenderlei. Wo ist Schenderlei? Irgendwo alte Welt. Und das auch in Schenderlei. Haben wir das nicht gerade okay. Eben durch den Anarchisten bekommen? Ich glaube ja. Wo ist denn Schenderlei? Ach, das ist deine Insel. Interessant. Zwei Items, die uns recht viel bringen, sind beide bei dir. Schiff vom Stapel gelaufen. Zwei neue Schiffchen. Der Name Marek steht ja auch für Effizienz. Nö. Auf nach, auf. Ja, wobei, ich glaube eins zum Cup reicht. Ich habe meine Kriegsflotte zum Cup geschickt, also. Ja, ich würde halt gerne mal langsam die Eisenroute wegkriegen, sozusagen. Neue Befehle? Ah, jetzt bist du wieder inaktiv. Gut. Ja. Wir können wieder Holz holen. Auch wenn es uns nichts bringt. Der Mangel ist bei Ziegel. Na. Problem ist, so wie ich das gerade aufgebaut habe... Doch, da kann vielleicht... Einer der Frachtschiffe bringt mir Ziegel mit. Weil die Ressourcenroute alle Ziegel auffrisst. Ja gut. Wie können wir vielleicht umbauen, dass wir... Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ja, ist gut, wenn die Leute auf die Barrikaden gehen. Sorry, habe überall beste Qualität, kann es an Twitch liegen? Kann prinzipiell auch an Twitch liegen. Wenn du stattdessen einen Krieg willst, bekommst du ihn. Nein, wir wollen keinen Krieg. Also,
Ist halt komischerweise, ist das halt nur bei dir, alle anderen hören mich halt vernünftig, deswegen. Keine Ahnung. Also mir fällt jetzt nichts ein, wie man da eventuell was machen könnte. So. So, Feuerwachen. On top. So, dann kommen die hier alle noch weg. Du kommst hier noch hin. Egal wo, Hauptsache du bist am Strom. Etwas mehr zu tun. Kümmern Sie sich umgehend um diese Angelegenheit. Wir wollen ein Clubhaus haben. Okay. Kannst du gerne bauen. Eigentlich haben sie ja keins verdient, dafür, dass sie gerade hier einen Aufstand anzetteln. Stimmt auch wieder. Genau das Richtige für meinen Blutbock. Brauchen sie ein gewöhnliches Artefakt dafür. Okay. Kriegst du hier noch Strom? Ja. Cool. So. Jetzt habe ich hier einen hübschen Platz, wo ich ein bisschen was boosten kann. Mehr Ziegel, sagst du? Ja. Wahrscheinlich reicht der Lehm dafür. Nicht ran. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ich sag mal andersrum, wir können sonst nächstes Mal auch mal gucken, dass wir uns ein paar Inseln holen. Sowas wie die hier hat halt noch 3 Lehm. Die hier oben hat sogar 4. Dass wir uns die Inseln langsam mal einverleiben. Ich glaube, es wäre einfacher für die erste Investoreninsel, die Ressourcenroute einfach so lange auf Eis zu legen. Könnte man auch machen, aber ich glaube, so viel nimmt die gar nicht mit. Sie nimmt halt den ganzen Lehm mit. Ist das wirklich so viel? Also ich vermute halt wirklich, dass es nicht so viel ist, deswegen frage ich halt. Ich sag mal, ich habe die Schiffe nicht auf Aufladen gestellt. Das heißt, die fahren einfach die ganze Zeit nur hin und her. Ja, gut. Warten nicht, bis es voll ist. Gewerkschaften. Das Auge des Sturms jeder Veränderung. So. Ach komm. Okay, doch nicht. Ich bleibe so. So. Hier nochmal ein Häuschen hin. Wo haben wir noch mehr Ziegeleien? Hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt.